Ja, herzlich willkommen bei Chemical Shark. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Hashtag Quick Not Dirty. Und heute geht es um die Winterpflege. Und bei der Winterpflege gibt es ja mehrere Produkte, die wir im Portfolio haben, um zunächst mal den Lack zu schützen während dem Winter. Und wenn das Wachs nachlässt oder wenn du überhaupt keine Lust hast zu wachsen und Sprühversiegelungen nicht so gut wirken bei dem kalten Wetter, da gibt es Nassversiegelungen. Nassversiegelungen werden einfach auf das nasse Fahrzeug aufgebracht. Das kannst du an der Waschbox machen mit einem entsprechenden Sprühprodukt, wie zum Beispiel Gion Wetcoat oder von Onewax das Wet Energy. Dann gibt es so Zwischenprodukte, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel der Seal and Dry oder das Jay Leno's Evaporate. Beim EasyCoat von G-Technik ist die Verfahrensweise ein bisschen anders. Und zwar das EasyCoat wird geliefert mit einem entsprechenden Aufsatz für den Gardena-Schlauch. Das heißt, das Ganze musst du zu Hause machen. Kannst aber einfach an der Waschbox das Auto reinigen, wenn du zu Hause keine Möglichkeit hast. Und dann kommst du mit dem Auto zu Hause an, was sauber ist, und bringst im Grunde genommen dieses EasyCoat auf. Das heißt, du verbindest den Gartenschlauch mit diesem System hier. Ich blende es auch bei dem Video auf. Dann kannst du mit dem entsprechenden Schalter zunächst mal das Auto wieder nass machen. Das geht auch mit diesem Sprühaufsatz. Und dann drehst du um und lässt im Grunde genommen das Auto machst das Auto wieder nass mit diesem Sprühaufsatz. Und jetzt wird also diese EasyCoat-Flüssigkeit bei das normale Wasser dazugemischt. Und dieses Dazumischen führt dann dazu, dass das Auto versiegelt ist. Und ja, ich denke, du kannst das im Video ganz gut sehen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Du hast ein ganz tolles Perlenbild. Die Ablaufbahn ist frei und das Ganze in wenigen Minuten. Jetzt fragst du vielleicht, naja, wie lange hält dann so eine Flasche? Ja, eine Flasche EasyCoat hält für 4-5 Anwendungen. Und EasyCoat selbst hat eine Standzeit von 2-3 Monaten. Also das ist wirklich ein Top-Produkt. Das hinterlässt auch keine Schlieren. Bei anderen Sprühversiegeln oder Nassversiegeln gibt es ja öfter das Problem, dass die Schlieren hinterlassen. Und das ist bei EasyCoat nicht der Fall. Wenn das Auto dann wieder, wenn die Nassversiegelung wieder abgenommen worden ist, die musst du nicht auspolieren, sondern schließt du auch wieder hier diesen Zulaufhahn und machst das Auto wieder komplett nass. Und wenn das dann wieder komplett nass ist, dann kannst du das mit einem entsprechenden Trockentuch, was weiß ich, welches du da noch immer hast, trocknen. Das macht auch Sinn, ist aber nicht unbedingt notwendig, weil diese Chemie, also dieses EasyCoat, ist so formuliert, dass da keine Wasserflecken oder sonstige Rückstände übrig bleiben. Ist aber trotzdem ratsam, weil dann einfach die Versiegelung besser anhaften kann und kann also so im Grunde genommen aushärten. Und deshalb ist es ganz sinnvoll, das Fahrzeug danach zu trocknen. Eine Sache habe ich noch, und zwar generell, wenn du mit dem Gartenschlauch arbeitest, dann denk vielleicht mal über diese Detail Guard Hose Guides nach, die also verhindern, dass der Schlauch sich verheddert. Sieht man, glaube ich, im Video auch ganz gut. Die Dinger gibt es auch bei uns, genauso wie das EasyCoat, genauso wie das Gion Wetcoat, das Seal and Dry von Surf City Garage oder auch das Onewax Wet Energy. Das soll es gewesen sein. Ja, wir versuchen weiterhin unter 3 Minuten zu bleiben. In diesem Sinne, mach's gut, bleib gesund und bis bald. Der Stefan vom Chemical Shark Autopflegeshop in Limburg. Ciao.